Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Und ich glaube, im letzten Spiel hat er wieder Mali geile Tore gemacht, oder? War das so? Meine mich daran zu erinnern. Also das letzte Mal, als wir mit der Bundesliga gespielt haben. Nee, das bin ich nicht mit schwarzen Streifen drauf. So. Konzentrieren, gut spielen, vor allem aber halt. Okay, es ist glaube ich, also ich muss die mal nachgucken. Es muss irgendein super schneller Rechtsverteidiger sein. Ich verstehe nicht, warum den manche spielen. Es ist glaube ich das zweite oder das dritte Mal, dass ich den sehe aus der Bundesliga. Gut stehen, gut spielen und vor allem so Moral beweisen. Ja, den tauscht wahrscheinlich auch aus, könnte auch sein. So Moral beweisen wie beim letzten Mal. Oh, Paare. Weil im letzten Spiel sind wir zweimal nach Rückstand zurückgekommen. Wendell ist aber auch kein starker Verteidiger. Und ich glaube auch sogar, das ist ein Toprak. Also Toprak sowieso, aber ich glaube auch sogar, dass ein Fährmann waren alles keine Inform, aber Ben Idea als Inform. Das ist ja wirklich der mittlerweile absolute Lieblingsinform, oder? Gibt's ja gar nicht. Haben so viele im Team, der ist auch nervig, aber bisher habe ich es ganz gut geschafft, ihn zu verteidigen. Dembele spielen auch extrem viele. Man sieht auch wieder viele Commands. Eine Zeit lang habe ich die gar nicht mehr gesehen. Jetzt sieht man wieder sehr viele Commands. Sanchez spielt extrem viele. Oh, ein straffer Pass auf der Entfernung, interessant. Spielt wahrscheinlich gerne mit straffen Pässen. Schade. Hatte gehofft, dass ich mich da irgendwie durchmogeln kann. Da haben wir Glück. Schade. Sehr anstrengendes Spiel gerade, aber ich konzentriere mich auch wahnsinnig. Oh, ein bisschen Glück. Also mit den zweiten Bällen haben wir mal am Anfang jetzt Glück im Spiel, das ist schön. Stellt sich auch relativ gut. Oh. Schwacher Laufpass. Ecke, ja. Aber Ecken sind halt einfach nicht so gefährlich in dem Team. Muss man einfach leider sagen. Vidal hat bisher ein Tor gemacht an der Ecke. Und genau so, wie er es jetzt machen wollte, über den Fall oder Seitfalls hier. Gucken, was da oben los ist. Ich weiß nicht, was da oben los ist. Es ist auf jeden Fall schön, dass der Gegner das nicht antizipiert und dann versucht mit Command halt. Ins Körperduell zu gehen, was er halt nur verlieren kann. Schade. Vielleicht hätte ich nochmal auf Stindl rüberlegen müssen. So wie da. Seitfalls hier oder was? Bock drauf?
Scheiße, Scheiße! Doppelt Scheiße, da soll der Ball auch nicht hin. Danke. Oh, wir hatten schon gute Situationen, aber die wurden wieder mal alle geblockt zum Kotzen. Schade. Stindl, ja! Ja, Stindl! Was für ein geiles Ding! Oh, und ich dachte schon, er geht wieder raus, aber unterer, also Unterseite Latte und dann rein. Nice. Richtig geiles Tor. So gerade das mit der Vorlage. Und er lässt ihn schön über den linken Schlappen rutschen und dann halt unhaltbar. Nice, nice, nice. So, und jetzt so weiterspielen. Komm schon, das zweite am besten noch machen. Come on, Baby. Nice. Das war richtig blöd, der Ballverlust. Aber er macht zum Glück noch viel, viel mehr Ballverlust, also schlechte Pässe als ich. Dann bleibt das super oft an Vidal hängen, finde ich. Scheiße, schlecht getribbelt mit Hector. Wieder geblockt. Es wäre wahrscheinlich das 2-0 geworden. Hummels, Hummels! Hummels, Junge. Null mal geschossen. So, jetzt genau so und noch besser weiterspielen. Ich will nicht, dass der jetzt wieder durchdreht in der zweiten Hälfte. Konzentrier dich, Junge. Such deine Chancen. Ich meine, irgendwann werden die auch nicht mehr geblockt, die Schüsse. Und dann drehst du durch. Machst du das 2-0. Schade. Hat dann scheinbar keinen Bock, um dich rauszuspielen, aber hat Glück. Das kann man nicht meckern. Glück hat er. Sag ja, bleibt oft an Vidal hängen. Jetzt mal ein Bentaleb. Schön gemacht von Vidal. Oh, da hat man eigentlich wieder.
Fängt da einfach, interessant. Gemacht von Bentaleb. Oh, da haben wir ein bisschen Glück. Schade. Schön gemacht von Vidal. Schlecht gemacht von mir. Schön gemacht von Bentaleb. So, 75, der kommt jetzt nichts mehr anbrennen lassen hier. Gelb. Ah, ich wäre halt durch gewesen, wenn da ja taktisch ist. Schieß doch einfach! Oh. So, wir spielen sehr defensiv, das sollte eigentlich vor nichts anbrennen. Jetzt steht halt da jemand genau richtig, deswegen machen wir den auch mal. Wieder nicht zum Schuss gekommen, meine Fresse. Jetzt gehen wir auf Zeit. Oder? Oder? Hab direkt auf Schießen gedrückt, er macht halt wieder nicht. Oh, das war halt eigentlich ein Tor für Mali, ey. Fuck. Das regt mich halt immer noch auf, wie am Anfang. Abseits. Aber geil gedribbelt auf jeden Fall. Auch wenn es abseits war. Aber das ist halt zum Kotzen. Es war eigentlich der Deckel. Es war eigentlich das 2-0. Oh oh. Ich meine, ich hoffe, wir gewinnen es trotzdem. Aber es war halt eigentlich der Deckel. Es war eigentlich 2-0. Aber es wird halt wieder nicht direkt geschossen. Das war halt einfach wieder das Problem. Scheiße. Sehr geil. Dann haben wir unsere 15 Siege, dann haben wir Gold 1, alles ist gut. Und ein weiterer Sieg wäre cool, weil dann bräuchten wir nur noch recht wenige Siege im nächste Woche, im letzten, in der letzten Woche für Elite im Monat. Das wäre geil. Tore, Stindel, Vorlagen, Sokrates. Aber wie gesagt, eigentlich gab es noch ein Tor von Mali, wenn er mal direkt geschossen hätte, was er nicht gemacht hat. Fuck. Und er hat wirklich null Mal im ganzen Spiel geschossen. Also es war halt absolut verdient, dass wir hier gewinnen.
Unsere Abwehr stand Dina 1. Okay. Jetzt spielen wir eine Runde. Eine Runde Premier League. Okay, also alles, was jetzt kommt, ist Bonus, aber ich will trotzdem jedes Spiel noch gewinnen und im besten Fall halt jetzt erstmal das, logischerweise, damit wir unsere 16 Siege sicher haben. Ich weiß gar nicht, wie viel wir dann brauchen, aber nicht mehr viel. Oh nein, 94er Lewandowski. Der 91er Lewandowski hat wohl nicht gereicht. Ich weiß nicht, wie der kostet. Über 2, über 3 Millionen, das ist scheiße teuer. So, konzentrieren. Jetzt ist meine Abwehrarbeit richtig gefragt. Und ich muss meine Chancen nutzen. Ich darf auf gar keinen Fall so eine Chance wie mit Mali liegen lassen. Ist gut. Scheiße. Oh, er spielt Ribéry, interessant. Zum Glück kein Elfmeter, ey. Schießt in die Torwart-Ecke, aber so, dass ihn Schmeichel hält. Nein, nicht schießen lassen! Oh, zum Glück. Ich meine, es ist 94er Lewandowski, den kann man nicht schießen lassen. Danke. Also langsam müsste der Gegner führen, logischerweise. Die ersten zwei Abschlüsse waren aber auch schlecht von ihm. Der ist natürlich besser. Oh nein, das ist nicht der Ernst, oder? Das ist nicht der Ernst, dass wir uns ausdribbeln. Der Gegner spielt auf jeden Fall deutlich besser als der letzte, das kann man schon mal sagen. Na, hat auch ein bisschen mehr Glück. Oh, zum Glück. So, jetzt konzentrieren. Komm, komm, komm. Ist noch nichts passiert. Wir können immer noch ein Tor schießen als erstes. Komm schon. Der Pass sollte rübergehen auf Mané. Schlechter Pass. Wenn der Gegner einen schlechten Pass spielt, bleibt er natürlich im Ballbesitz. Okay, ja. Und beim zweiten Mal rausspitzeln haben wir ihn dann doch. Scheiße, Mann. Die Spieler dann auch wieder schlecht.
Oh nein! Wenn es auf den Sack geht, jedes Mal in diese scheiß Arme rein. Als wenn es keine andere Möglichkeit gäbe. Schön rausgespielt und dann mit Emre Can flach ins lange Eck. Sehr geil. Oh, nice. Emre Can, endlich machst du dein erstes Tor, ey. Wichtiges Spiel, schwieriger Gegner. Schön mit Arnautovic rumgedribbelt und dann, ja, nice. Und das, obwohl er keinen guten oder keinen sehr guten oder keinen, ja, eigentlich auch keinen guten Abschlusswert hat, nur einen guten Distanzschuss. Und Schusskraftwert. Schade. Ich dachte, es klappt wieder einfach mal mit Arnautovic umherrennen und fertig aus, aber dann war es doch nicht mehr so einfach. Sehr gut mit Smalling. Scheiße, schade. Ich sag so oft Scheiße, verdammt, will ich gar nicht. Schade. Habe ich mir zu sehr angewöhnt, finde ich. Wer aber, also insgesamt wäre es verdient, wenn er das erste Tor schießt, aber wenn er noch ein Tor schießt, aber in der Situation wäre es überhaupt nicht verdient, weil mein Smalling einfach wieder nichts macht. Ich stehe halt viel besser als Lewandowski. Es ist, ergibt keinen Sinn, das ist auch nicht im echten Fußball so. Aber egal, nicht aufreden, wir führen ja. Krass, dass das kein Foul war. So, jetzt konzentrieren, nicht solche, auf solche Spielereien hier einlassen. Scheißegal, wenn der Gegner halt ein Tor schießt, schießt er halt ein Tor. Dann machen wir noch eins. Jetzt konzentrieren, noch ein Tor schießen. Und abgesehen von der Anfangsphase hat er ja jetzt eigentlich auch keine wirklich weiter guten Chancen sich rausgespielt. Oh, guckt euch Smalling an, guckt euch Smalling an! Fuck you, Smalling, ey! Es geht mir so. Nicht aufregen, ist egal, ist nichts passiert. Ah, nicht drüber nachdenken, es ist egal, es ist nichts passiert, es ist nichts passiert. Ruhig bleiben, konzentriert spielen. Das ist jetzt wichtig. Ribéry komplett alleine gelassen, ich weiß nicht wieso. Wir denken nicht drüber nach, wir schießen einfach noch eins. Scheißegal. Ribéry darf halt einfach keinen Kopfball schießen. Punkt.
Sind so kleine Fehler, die dürfen nicht passieren. Wieder geht der Spieler nicht von alleine entgegen oder erst viel zu spät in dem Fall. Nice luck. Muss mehr kombinieren, glaube ich. Vor allem Wendell immer noch. Hallo, Wendell, was ist denn da los? Ist kein guter Verteidiger. Aber du bist ein guter Verteidiger, Coleman, und spielst so eine Scheiße. Muss das sein? Konzentrier dich. Es steht nur 1-1. Wir brauchen nur ein Tor noch. Nice luck. Alter, ja, der Gegner hätte bisher auch schon führen können. Es wäre eine verdiente Führung, leider. Ich versuche jetzt einfach mal. Du Scheiße, was war denn das für ein Rückpass? Ob ich eine andere Formation probiere. Ganzen scheiß knappen Bälle bekommt er. Ich konnte ihn nicht steuern, schmeichelt, er macht selber irgendwie Scheiße. Hört, ich sag nichts mehr. Der denkt wahrscheinlich gerade, ich bin richtig, richtig dumm und schlecht. Es kotzt mich gerade so an, weil es richtig beschissen läuft. Das vorhergehende Spiel lief so geil und das läuft so scheiße im Gegensatz dazu. Ich verstehe es einfach nicht. Klar, der Gegner spielt gut, aber meine Spieler machen auch teilweise wieder einen Schrott, ey.
werde jetzt hier ganz in Ruhe versuchen zu spielen. Ich will auf keinen Fall noch ein Tor fressen, soll halt dann das Elfmeterschießen entscheiden, wenn es nicht anders geht. Naja, wieder ins Ausgelaufen. Wieder lag das ich den Ball. Oh, diesmal wurde direkt geklärt. Nice. Geiler Ball von Smalling. Schöne Ecke für ihn. Ich bin jetzt einfach komplett ruhig, weil mich regt das Ganze sehr auf. Fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of its own. Danke, dass ihr den Konter nicht durchlässt. Ich überlege gerade, ob ich weiter in der Formation spielen will. Oder ob ich nochmal wechsle auf meine eigene, weil ich glaube, ich stehe damit einfach defensiv noch schlechter da. So, Benteke. Wenn du jetzt einfach mal den Arsch retten willst, wenn du zeigen willst, dass du weiter Bock hast auf Kopfballtore, dann mach jetzt verdammt nochmal ein Kopfballtor. Ich brauche eins. So dringend. Wir sind schlechter in dem Spiel. Danke, Benteke. Ja! Ja, verdammt nochmal. Jetzt Todesverteidigung. Ich gehe jetzt sowas von auf Zeitspiel, aber ich meine, ist auch schon die 108. Ich wusste es. Benteke kann es einfach noch. So ultra wichtiger Mann. Das gibt's überhaupt nicht. Wie gefährlich der nach Ecken ist. So, und jetzt Todeszeitspiel. Komm schon, ich meine, es sind ja noch reichlich 10 Minuten. Bis wir den Ball haben, sind wahrscheinlich nur noch 10 Minuten. Komm schon. Gut. Scheiße, ist aus angenommen.
Haben wir Glück. Das war's. Nice! Oh mein Gott! Also dieser Sieg ist unverdient auf jeden Fall. Gegner hätte gewinnen müssen. Und der macht so ein bisschen, also der ist so ein bisschen der Ausgleich für die Niederlage, die wir mit dem 4-1 hatten, wo wir deutlich der bessere Spieler waren und der Gegner 4-1 gewinnt. Das ist so ein bisschen der Ausgleich, ein bisschen, weil wir haben ja nicht 4-1 gewonnen. Aber geht in die Richtung. Alter, was für ein Spiel! Aber das zeigt halt, selbst wenn beschissen läuft, dann lieber mal die Klappe halten und sich nicht aufregen, weil es kann immer mal einer reinfallen. Und in dem Fall halt ein gut rausgespieltes Tor mit Schaden und dann einfach mal ein Lackertor mit Benteke. Nice. Das zeigt halt einfach, wie wichtig Benteke ist, weil das schaffe ich halt mit einer Bundesliga wahrscheinlich nicht, weil da einfach nicht so einer reinfällt normalerweise nach einer Ecke. Und mit Benteke klappt das halt einfach so oft. Das ist so geil. Ich liebe ihn. Ist absolut unverdient, der Sieg, klar. Aber wir haben es geschafft, 16 Siege. So, und jeder weitere Sieg ist jetzt natürlich Bonus und bringt uns näher der Elite im Monat, weil wir dann so wenig Spiele nur noch gewinnen müssen, um Elite im Monat zu werden. Richtig geil. So. Dann würde ich sagen, letzten beiden Spiele machen wir in der nächsten Folge. Liken. Mal gucken noch mal kurz hier, was geht mit De Bruyne. 26 Spiele, 15 Scorerpunkte. Quatsch, 16. Das sind wir bei. Ja, ziehen wir mal 3 ab. Sind wir bei 23. Also 16 durch 23. 0,69. Also es wären 0,7 Scorerpunkte. Das ist ja ziemlich gut. Aber man darf halt nicht vergessen, es sind halt verdammt viele nach Ecken jetzt schon gewesen. Und das bedeutet, dass aus dem Spiel heraus hat er bisher nicht so viele gemacht. Aber es ist halt egal. Wenn er die Ecken so konstant gut reinschlägt, dann reicht mir das. Aber es ist halt schon auffällig. Also ein Müller hatte am Anfang die 0,7er-Quote ohne geile Flanken nach Ecken. Das heißt, wenn er jetzt einfach diese Torgefährlichkeit und Vorlagengebung aus dem Spiel von Müller mitbringen würde, müsste er jetzt ja schon mehr als 26 Scorerpunkte gemacht haben. Bei ihm ist es halt vor allem die Flanken nach einer Ecke. Bei Benteke sind es auch viele Tore nach einer Ecke, aber egal. 22 Scorerpunkte in 26 und wenn wir halt auch wieder 3 abziehen in 23 Spielen, das ist immer noch sehr gut. Aber man muss auch dazu sagen, De Bruyne ist jetzt torgefährlicher geworden, nachdem wir ihm Dead Eye gegeben haben. Zumindest kam es mir so vor. Hat bei dem neuen Champions League da jetzt schon zwei Tore geschossen. Was sind eigentlich mit Stindl? Stindl ist, glaube ich, ich weiß nicht. Was hat denn der jetzt gemacht? Mal gucken. Also, wir hatten 24 Spiele. Ich glaube, wir können noch keine komplett abziehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also sind wir jetzt bei 12 Spielen. Er hat 3 Tore gemacht und 4 Vorlagen. 12 Spiele, 7 Scorerpunkte. Vielleicht können wir auch schon ein, zwei abziehen. Es ist noch nicht ausreichend, um jetzt hier eine abschließende Meinung abzugeben. Aber momentan übertreibt das zumindest nicht mit den Scorerpunkten. Trotzdem lasse ich den jetzt erstmal so. Also dann, bis zum nächsten Mal, euer Paxis, Daumen nach oben.